Servus Leute und willkommen zum nächsten Tutorial von Applied Energistics. Heute geht es darum, wie wir Flüssigkeiten ins System bekommen. Und zwar haben wir ja schon unseren ME Drive, ja, wir haben hier eine ganz normale Storage Cell und Flüssigkeiten Handling ist relativ, ist sehr, sehr easy in Applied Energistics 2. Wir brauchen auf jeden Fall eine, wir gehen nochmal in den Survival Modus. So, wir brauchen eine Creative, beziehungsweise wir brauchen eine, nehmen wir mal 64K. Gibt es auch, ihr braucht dafür den Mod Extra Cells, wie ihr seht. Nehmen wir jetzt zum Beispiel hier das 64-Ding Fluid Storage. Das packen wir einfach da rein, könnt ihr genau daneben lassen. Das war bei Applied Energistics 1 auch so. So, dann brauchen wir ein Fluid Terminal. Fluid Terminal. So. Das war jetzt ein bisschen viel, aber egal. So, das hauen wir hier wieder an irgendein kleineres Kabel an. So. Boom. Ja, das war jetzt geilo. So, wenn wir rechts draufklicken, sehen wir, wenn ich das mal wegmache. Oh. So, da sehen wir, dass wir hier nichts drinnen haben. So, jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie wir das ins System bekommen. Und das ist sehr, sehr easy. Sorry. So. Und zwar brauchen wir als allererstes, wir machen uns jetzt einfach mal eine Wasserquelle. Das heißt, wir brauchen Wasser. Machen wir nochmal ein bisschen mehr Wasser. Ach komm. So. That's enough. So, dann machen wir uns jetzt hier einfach mal auf der anderen Seite. Ziehen wir hier mal auch ein Kabel. Und machen uns hier schnell Wasser. Eine Wasserquelle. Nun endliche mit 3 Water Buckets. So, 2, 3. Bam, weg. Weg. So, jetzt brauchen wir einen Aqueous Accumulator. Aqueous Accumulator. Hier ist er. Aqueous Accumulator. So, den hauen wir einfach da rein. Badaboom. Der füllt sich jetzt hier automatisch mit Wasser, ne? So, ist geil. Der macht jetzt auch geile Geräusche, was ich jetzt nicht so geil finde. So. Jetzt brauchen wir einen Fluid Import Bus. Funktioniert genauso wie der Item Import Bus. Und importiert im Prinzip Stuff in your AE-System. So. Dann verbinden wir das Ganze und ratzifatzi werdet ihr gleich sehen. Badaboom. Wasser geht runter. Das war's. Ab jetzt habt ihr Wasser im System. So. Da. Wir haben jetzt 9. Jetzt haben wir 10 Buckets drin. 11, 12 und so weiter. Das ist also wirklich easy peasy. Und ihr könnt natürlich auch andere Flüssigkeiten damit importieren. Ich beende das mal kurz hier, damit das nicht alles voll läuft. So, nun als Beispiel eine andere Variante, wie man Flüssigkeiten ins System bringt. Machen wir hier zum Beispiel einfach einen Lava Fabricator. Vorher mal eine Energiequelle, so, und dann hier einfach ein Lava Fabricator. Der produziert jetzt hier Lava ohne Ende. Wir brauchen wieder unseren Fluid Import Bus. Stecken den einfach an, ziehen das Kabel hier. Und et voilà! Kein Flüssigkeit mehr im System. Und wir gucken hier ins Fluid-System und sehen da, okay, wir haben sowohl 17 Bucket Lava als auch jetzt jedem 17 Bucket Water, und jetzt mehrere Buckets an Lava. Ja, das könnt ihr bis zur Unendlichkeit treiben. Und so bekommt ihr tatsächlich Flüssigkeiten ohne Problem ins System. Das gleiche funktioniert dann auch wieder mit dem Export-Bus, wenn ihr irgendwo was reinhaben möchtet. Ja, das zeige ich euch jetzt auch nochmal. Wir brauchen also einen Fluid-Export-Bus. So, Fluid-Export-Bus. Und wir geben das meinetwegen einfach in irgendeinen Tank jetzt rein. Das ist mir jetzt eigentlich vollkommen schnuppe. Welcher? Ich will euch ja nur zeigen, wie das geht. So, und dann, upsie, verloren. Stellen wir hier den Tank hin. So, bam. Und sagen, okay, wir wollen hier aus dem System exportieren wir dahin. Und zwar, und jetzt kommt's. Jetzt brauchen wir eine Probe quasi. Und dafür brauchen wir ein Bucket. So, nehmen wir einen normalen Bucket, um es zu demonstrieren. Gehen in unser Fluid Terminal, klicken die Lava an, geben hier ein Bucket rein, bekommen sofort ein Lava Bucket raus.
So, mit dem gehen wir zu dem Export-Bus. Und sagen mir hier, Junge, oh, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Exportiere Lava. So. Und wie ihr seht, sofort ist hier auch nur die Lava drin. Ich habe mein Bucket noch und das Ganze wird gefüllt. So, das wird jetzt natürlich so lange gefüllt, bis wir nichts mehr haben. Das heißt, wenn ich jetzt hier wieder verbinde, werdet ihr gleich sehen, dass das jetzt hier kontinuierlich steigt und da die Lava quasi über das AE-System hier reingepumpt wird. Wenn das Ding hier voll ist, so wie jetzt gleich, dann werdet ihr sehen, dass Lava hier wieder aufgefüllt wird. Ja? So funktioniert das. Und so könnt ihr jede Flüssigkeit aus jedem Gerät oder aus den meisten Geräten wahrscheinlich herausziehen. Das ist also ziemlich easy. Ja? So, das war's mit der Fluid-Geschichte. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, wünsche euch einen tollen Tag, eine tolle Woche und bis zum nächsten Mal. Servus, Leute.